Der Luisenplatz vor dem Brandenburger Tor in Potsdam bei Berlin. Das ist der Startpunkt für die Teilnehmer der sogenannten Fahrradkonzerte, die wohl sportlichste Veranstaltung der Potsdamer Musikfestspiele. Ich freue mich vor allem auf den Tag draußen, heute mit der schönen Sonne und ein paar schönen Konzerten. Ein bisschen auf diesen alten Spuren zu wandeln und sich mal wieder in die Vergangenheit so ein bisschen zu versetzen, ist bestimmt ganz schön. Es gibt zwei Routen. Isabel Schreuer und Tina Voth entscheiden sich für die gemütlichere. Fahrtdauer rund 6 Stunden. In diesem Jahr machen mehr als 1000 Radfahrer mit. Die Konzerte sind dem Preußenkönig Friedrich II. Gewidmet, der vor 300 Jahren geboren wurde. Erster Halt, das Schloss Sanssouci, französisch für ohne Sorge. Friedrich II. Ließ es im 18. Jahrhundert bauen. Rund 2 Millionen Touristen besuchen das UNESCO-Welterbe heute jährlich. Friedrichs Wunsch, hier beigesetzt zu werden, blieb ihm lange verwehrt. Erst 1991, nach der deutschen Wiedervereinigung, wurde sein Grab nach Sanssouci verlegt. Besuch in der Bildergalerie, ein prunkvoller Raum, eigens für die Kunstsammlung des preußischen Herrschers. Wenn man dann doch irgendwie in diese Räume eintritt, ist es einfach, man hat irgendwie eine andere Haltung, man spricht leiser und dann kommt auch noch diese Musik dazu, die eine Wahnsinnsakustik hat. Das erste Konzert für die Radfahrer. Mittelalterliche Musik auf der Viola da Gamba, der historischen Kniegeige. Im 18. Jahrhundert in Europa weit verbreitet. Potsdam war die Residenzstadt Friedrichs des Großen. Sanssouci sein Sommerschloss. Der Preußenkönig war auch ein Kunstliebhaber, schätzte aber die Musik besonders. Das sollen die Konzerte vermitteln. Die Tatsache, dass man sich irgendwie in so eine andere Welt denken kann, kann man auch irgendwie ein bisschen träumen und versuchen, sich das vorzustellen, mit welchen Gewändern und mit der Musik und wie einfach die Atmosphäre war. Friedrich II. War ein widersprüchlicher Charakter. Zum einen ein strenger Herrscher, der mehrere Kriege führte, zum anderen war er aufgeklärten Ideen zugeneigt und galt als intellektuell und musisch hochbegabt. Als Musiker hatte es ihm die Querflöte besonders angetan. Er komponierte einige Stücke auch selbst. Musikalische Vorstellungen gibt es bei den Fahrradkonzerten. Sie zeigen viele Facetten. Darunter auch humorvolle Momente, zum Beispiel an der historischen Mühle des Schlosses. In diesem Klangpark werden die Teilnehmer selbst zum Musiker, die Töne eher experimentell. Toningenieurin, kannst du wieder ein bisschen nach links laufen, dann kommt wieder ein anderer Ton. Eine kleine Abwechslung zu den historischen Klängen im Schloss. Insgesamt können heute 24 Orte angefahren werden. Die Veranstaltungsorte sind durch Fahrradwege verbunden. Die Anlage des Schlossparks von Sanssouci ist mit mehr als 3 Quadratkilometern weitläufig. Mit dem Rad sind die Distanzen schnell zu überwinden. Im neuen Palais wird zum 300-jährigen Friedrich-Jubiläum eine große Sonderausstellung gezeigt. Das historische Heckentheater direkt daneben ist anlässlich des Jubiläums restauriert und wieder eröffnet worden. Die Einheit von Natur, Schlössern und Gärten, der Stadt Potsdam, aber auch natürlich der Muse, der Musen, der Musik, der Künste. Und dieses Gesamtkunstwerk Friedrichs erfahrbar zu machen, das ist einer unserer Hauptanliegen. Während die anderen Teilnehmer noch weiterfahren, legen Isabel Schreuer und Tina Voth eine Rast ein. Das neue Palais wurde von Friedrich II. Als Schloss für seine Gäste gebaut. Die heutigen Gäste lassen den Tag bei einem Picknick ausklingen. Es ist echt total schön, also am Sonntag einfach mal rauszugehen. Das Wetter war super. Man radelt hier ins Grüne, fällt von einem Schloss und einem tollen Bauwerk zum anderen. Überall ist ein bisschen Musik, ein bisschen Theater. Mit Fahrrad war gut. Es hat alles ein bisschen aufgelockert. Man konnte kommen und gehen, wann man mag. Man konnte sich irgendwie frei bewegen und musste nicht mit einem Shuttle-Service oder einem Bus oder so irgendwo hinfahren. Und irgendwie, das Wetter hat ja mitgespielt, insofern eine schöne Idee. Der Tag neigt sich dem Ende. Er hat gezeigt, wie sehr der Preußenkönig Friedrich II. Die Stadt Potsdam geprägt hat.